Hey Leute, ich bin der Bruger und ich heiße euch mal wieder recht herzlich willkommen zu einem neuen Indie-Game. Ja, das gute Stück nennt sich Brick Runner, ist erhältlich auf brickrunner.com, ist noch in der Pre-Release, das heißt 023, also es ist noch nicht mal die Alpha, glaube ich. Eigentlich ist es schon die Alpha. Zumindest ist es schon öffentlich spielbar, sage ich mal. Runterladen, kurzen Account machen und spielen, so wie Minecraft quasi. Ja, da kommen wir auch gleich schon auf das Stichwort. Es ist so ein bisschen Minecraft-esque, das heißt, ihr könnt Blöcke setzen, damit arbeiten und craften könnt ihr später wahrscheinlich auch. Noch ist das leider nicht möglich. Ihr könnt erstmal nur bauen. Ihr habt auch ein bisschen was von Terraria. Also es ist so genau in diese Kategorie, so Sandbox, Riesenwelt kann man es einordnen, würde ich sagen. Gestaltet selbst eure Welt und so weiter. Features, die noch kommen sollen, sind jetzt in dem Falle mehrere, ja, was soll ich sagen, Craftings eben, die man machen kann, ganz normal. Wie man es so kennt von auch eben Minecraft, Terraria. Und ein Level-System. Ihr seht schon hier oben, wir haben Lebenspunkte, darunter wahrscheinlich Mana, schätze ich mal. Die blaue Farbe suggeriert das einem eben. Und ja, was wird es noch geben? Ich habe gelesen, es gibt wahrscheinlich bald bis zu 128 Personen-Server. Also ihr könnt euch dann auch mit euren Leuten ganz normal, wie bei anderen Spielen eben auch wieder, treffen, zusammenarbeiten und bauen, wie auch immer. Wenn man es Arbeit nennen will, es ist ja ein Spiel. So, was wir auch tun können, wir können mit dem Kopf wackeln. Und wir können mit den Armen. Ole, ole. Das mache ich mit Q und E einmal. Kann ich jeweils einen Arm benutzen und W mit dem Kopf. Egal. Wird nicht so ein langes Video, denn es lebt halt eben von der eigenen Kreativität, sage ich mal, dieses Spiel. Und, ja, weiß nicht. Ich habe da nicht so die Zeit, leider, um mich da auszutoben. Aber übrigens, der Entwickler oder einer der Entwickler hat mich persönlich angeschrieben und sagte mir, ich kann es doch gerne mal testen. Ich krieg auch sofort die Lizenz und alles dafür, für die, ja, für eben die Textur, Grafiken, bla, Logo, Musik. Ach, Musik. Wir können übrigens auch Musik einschalten. Hört mal. Hey. Ja, ich hoffe, man hört mich noch. Das hier habe ich übrigens selbst gebaut. Sieht ein bisschen komisch aus. Ja, ich weiß. Und das soll eine Wolke sein. Nur falls ihr euch wundert. Ebenso wie das hier. Ja, ich lasse mal ein bisschen die Musik laufen. Das hier habe ich auch gemacht, einfach mal aus Langeweile. Hier habe ich mich mal nur senkrecht nach unten gegraben. Was lustig ist, schaut mal her, Achtung. Haha. Wenn ihr mich unter euch einen Block setzt, dann werdet ihr ganz schnell nach oben teleportiert. Und zwar so machen wir das einfach mal. Zack, jetzt baue ich da oben alles zu. Und zack. Toll, ne? Ja, so könnt ihr euch selbst wieder nach oben bringen, ganz schnell. Stand auch in den Tipps auf der Seite. Ja, wie gesagt, brickrunner.com. Könnt ihr euch ja gerne mal ansehen. Es ist noch lange nicht final, wie ihr euch denken könnt, weil es ist ja noch eine ganz frühe Version. Da wird noch einiges kommen, denke ich. Und, oh yeah, es kommt noch Gitarre dazu. Also Bassgitarre. Naja, das hier soll ein Knochen sein. Ja, sieht schlecht aus, ich weiß. So, da können wir hier noch ein bisschen was dran bauen. So, ich kann das halt nicht gut mit Quadraten arbeiten. Ich wollte noch ein bisschen Pixelart machen, aber das hätte mir da doch zu lang gedauert. Naja. Okay, das spielt im Loop. Ja, ich denke mal, ihr könnt auch Custom-Musik einführen. Weiß ich nicht ganz genau. Naja. Ja, was können wir noch? Also, ihr habt auf jeden Fall noch die Möglichkeit. Wollte ich noch zeigen einfach mal. Ihr könnt einfach Blöcke hinsetzen mit links. Ja, und mit rechts könnt ihr sie in die zweite Ebene versetzen. Das heißt, ihr könnt dann durchlaufen. Oder, ja, drauflaufen, wenn sie in der ersten Ebene sind. Das ermöglicht halt eben sowas wie Wassereffekte, würde ich sagen. Hier, was ich da gemacht habe. Also, Wassereffekt. Ja, eben so ein blauer Hintergrund, der aussieht wie Wasser. Naja. Ihr könnt es jetzt natürlich schon kaufen, kostet 5 Euro. Wenn ihr wartet, bis es released wird, bis wir so Version 1.0, dann zahlt ihr 14 oder 15 Euro. Das ist ja oftmals so ein halbes Kickstarter-Projekt. Ihr sponsert eben so ein bisschen was für eine frühe Alpha oder Beta, jetzt auch bei WarZ, wenn es dann rauskommt. Und ja, könnt es irgendwann vollwertig dann als Spiel spielen. Und ihr habt nur 5 Euro gezahlt. War ja aber Minecraft nicht anders. Naja, ich würde sagen, ich mache hier auch schon wieder Schluss. Schaut es euch gerne mal an, kostet nichts. Ich meine, ja, wenn es euch gefällt, könnt ihr es euch gerne kaufen. Oder weiterverfolgen, was noch so alles kommt. Die Features, die reinkommen sollen, stehen immer auf der Seite. Und ja, ansonsten würde ich sagen, ich wünsche euch was. Ich bin der Bru. Haut rein. Tschüss.